Jeden Tag in Bereitschaft. Rund um die Uhr. Einer von ihnen, Manuel Hagel. Einsatz, die Besatzung bitte zur Maschine. Manuel Hagel ist Polizist und Pilot. Seine Maschine, der H145 von Airbus. Ein Hightech-Hubschrauber mit modernster Technik an Bord. Das Fluggerät zu beherrschen, erfordert Erfahrung. Bei uns speziell ist das fliegerische Risiko schon noch mal höher. Wir sind oftmals eben auch mal tiefer unterwegs. Wir sind dadurch auch näher an Hindernissen. Wir gehen bei sehr schwierigen Wettersituationen heraus. Fliegen dazu noch bei Nacht mit unseren Nachtsichtgeräten, was die Orientierung im Raum erschwert. Und dadurch kommt schon, sage ich mal, ein erhöhtes Risiko, ein erhöhtes Gefahrenpotenzial zustande. Jeder Einsatz von Manuel Hagel ist anders. Eine gewisse Gefahr immer mit dabei. Man hat hier in einer hohen Taktung viele, viele Notsituationen. Und dementsprechend hoch muss dann über längere Zeit auch das Konzentrationslevel sein. Was natürlich dann auf Dauer natürlich auch an die Substanz geht. Ja. Die Kommandozentrale. Hier gehen die Anrufe ein. Von hier aus werden die Einsätze gesteuert. Alarm für Manuel Hagel und seine Truppe. Der Absturz eines Heißluftballons wird gemeldet. Ein Notfall. Jetzt muss alles schnell gehen. Was habt ihr jetzt für einen Einsatz? Es gab einen Luftunfall. Ein Heißluftballon ist abgestürzt. Das hat ein Bewohner von einem kleinen Dorf gesehen, von seinem Balkon aus. Jetzt ist unklar, wo sich der Ballon befindet. Wahrscheinlich hängt er irgendwo in den Bäumen. Die Passagiere sind dann wahrscheinlich noch im Korb drin. Wir versuchen, ihn zu finden. Für einen solchen Notfall gibt es den bevorzugten Start. Manuel Hagel darf schneller in die Luft als sonst. Dennoch erst einmal der normale Startvorgang an Bord, wie vor jedem Flug. Beide Heise, Triple gematcht, Generatoren sind drauf, drücken sind gut. Radar Test okay. Ändern wir auch jetzt Switches? Die Kamera ist klar, die Kabine auch. Okay. Auf direktem Weg zum gemeldeten Absturzort bei Heilbronn. Vorne Pilot Manuel Hagel und Co-Pilot Patrick Leischner. Hinten Tanja Schmidt. Sie steuert die Kameras am Hubschrauber. Die Kommunikation läuft über Kopfhörer und Mikrofone. Wir haben da vorne noch ein Ziel auf 12 und noch weiter weg. Das kann auch ein Ballon sein. Ja. Irgendwie auf Höhe von einem Steinbruch, hat er was gesagt. Ja. Ja. Er ist sich unsicher, der AE, ob es jetzt wirklich zu einem Absturz kam oder nicht. Okay, dass es gar kein Unglücksfall ist. Dass das nicht einsehbar war für den Zeugen. Ja. Ein Fehlalarm. Kein Absturz. Die Besatzung wird zurückgerufen. Zurück zur Basis nach Stuttgart. Dann Pre-Landing-Check. Wir haben no warnings. Taxi weg hier. Einer von vielen Einsätzen, die Pilot Manuel Hagel Tag für Tag als Polizist erlebt. Und Engines auf. Engines auf. Relativ schnell beendet, auf dem Anflug. Es hat sich herausgestellt, dass der vermeintliche Absturz Gott sei Dank kein Absturz war, sondern eine normale Landung, die ihm wohl aus der Perspektive von dem Anwohner sich zunächst als Absturz dargestellt hatte. Zurück in die Leitstelle. Warten auf den nächsten Alarm. Die Polizeihubschrauberstaffel ist eine Einheit des sogenannten Polizeipräsidiums Einsatz mit Sitz am Stuttgarter Flughafen. Jeder Tag ist anders. Das ist sicherlich ein Reiz des Berufs. Ja. Wir kommen ins Geschäft und wir können vorher nicht abschätzen, was für Einsätze wir heute bedienen müssen, wie der Tag verläuft. Und diese Spannung macht auch sicherlich den Reiz dieses Berufs dann im Besonderen aus. In 3 Schichten wird der Tag abgedeckt. Frühschicht, Spätdienst und Nachtschicht. Frühmorgens um 6 Uhr. Erst einmal die Einsatzmaschine kontrollieren. Und da wird der Hubschrauber insgesamt durchgeprüft. Wir fangen an bei der Zelle, bei der Außenhaut, schauen nach offensichtlichen Beschädigungen, machen dann die Klappen auf für Triebwerksdeck, Hauptgetriebe und hier vorne für die Hydraulik und Flugsteuerung. Schauen nach Ölständen, nach den Ständen der Hydraulikflüssigkeit, nach fremden Gegenständen, dass alles am richtigen Platz ist, dass die Stecker sitzen. Eine Routineüberprüfung, immer zu Beginn der Frühschicht und ganz genau nach Checkliste.
Kontrolle der Instrumente vorne im Cockpit, dem Arbeitsplatz von Polizeihauptkommissar Manuel Hagel. Wir sind ja irgendwo, sagen wir, diese Mischung aus Piloten und Polizisten. Und dazu brauchen wir so einen Arbeitsplatz. Deswegen fühlen wir uns sicher auch im Cockpit am wohlsten. Ja. Ganz wichtig und immer mit dabei. Wir fliegen mit Fliegerhelmen, hat jeder seinen eigenen. Der dient zum einen der Crash-Sicherheit, nimmt dazu noch verschiedene Visiere auf und hat hier oben dann eine Aufnahme für die Nachtsichtgeräte, für eben das Fliegen bei Nacht und dazu noch ein integriertes Headset. Das dunkle Visier ist wichtig aufgrund doch der hohen Blendwirkung bei Sonneneinstrahlung. Und dazu nutzen wir auch das klare Visier beim Tag, um uns beispielsweise im Rahmen von einem Vogelschlag, der eben auch potenziell durch die Windschutzscheibe ins Cockpit treten kann, dann doch mal im Gesichtsbereich, im Bereich der Augen zu schützen. Sonnenaufgang am Stuttgarter Flughafen. Die Crew ist einsatzbereit, ihre Maschine jetzt startklar. Bussard 815, so der Rufname. Der modernste Hubschrauber der Polizei. Zwei fast 800 PS starke Triebwerke und ein besonderes Kamerasystem. Hier haben wir jetzt unseren Alarmhubschrauber, der insbesondere die Wärmebildkamera trägt und den polizeitaktischen Arbeitsplatz. Der wird bedient von unserem Systemoperator. Der sitzt dann hinten rechts, hat dann die Hoheit hier über den Controller, über das Wärmebildsystem und macht dann zusammen mit dem Co-Piloten die polizeitaktische Arbeit. Und der Co-Pilot, der sitzt dann hier vorne links, ist für die Polizeitaktik zuständig, für die Koordination des polizeilichen Einsatzes, für den Funk mit dem Führungs- und Lagezentrum von dem regionalen Präsidium, für das wir arbeiten, und für die Koordination der Bodenkräfte. Und vorne rechts sitzt der verantwortliche Pilot, der das Luftfahrzeug führt und die Gesamtverantwortung über das Luftfahrzeug und auch den polizeilichen Einsatz trägt. Seit wann fehlt die Person? Okay, ja gut. Habt ihr einen Suchbereich für uns? Ja, okay, ich sehe es gerade, ja. Gut, dann kommt der Bussard 815 zum Einsatz und der startet in 5 Minuten. Meldet sich dann über Funk. Pilot der Frühschicht, Manuel Hagel. Der 33-Jährige trägt die Verantwortung für seine Crew und den Hubschrauber. Einsatz, die Besatzung bitte zur Maschine. Erster Einsatz an diesem Morgen, eine vermisste Person. Ich habe die Kollegen jetzt gerade rausgeschickt. Die Person wird jetzt gesucht, sowohl von Bodenkräften als auch von uns in der Luft. Meist wird die Polizeihubschrauberstaffel losgeschickt, um den Kollegen am Boden zu helfen. Bei vermissten Menschen ist die gemeinsame Suche mit Hilfe des Hubschraubers sehr effektiv. Linkes Triebwerk. Starter on. Gut, alles grün. Die Technik an Bord hilft, Menschen schnell zu finden, die sich verlaufen haben oder sich in einer gefährlichen Situation befinden. Die Kameras können so nah heranzoomen, dass viele Details erkennbar sind. Bussard 815, wir haben jetzt noch einen vermissten Fall bekommen im Bereich Leonberg. Wir haben jetzt eine Vermisstensuche nach einer dementen Person. Die hat sich wohl im Bereich von einem Supermarkt dann in unbekannte Richtung geklappt. Und fehlt seither. Ist dann etwa jetzt 2 Stunden verschwunden. Die Kräfte am Boden suchen schon und die versuchen uns aktuell aus der Luft zu unterstützen. Bekleidung, Basecap, graue kurze Hose und graue Haare, mehr nicht bekannt. Richtig. André, schauen wir mal wieder auf 7 Uhr. Stopp. Kreuzung in das Gebiet an der Kreuzung, ja, jetzt von rechts oben kommend, ja. Negativ. Keine Basecap. Ne. Auch vom. Ja, Jünger. Also wir werden jetzt in die Wohngebiete die Schleimfahrzeuge senden und ich würde anraten, dass Sie dann von sich aus gesehen östlich die Waldgebiete und den Berghang dort in Augenschein nehmen. Auch bei diesem Einsatz kann die Hubschrauberstaffel helfen. Mit der Technik an Bord wird eine Person entdeckt. Die Beschreibung passt. Erledigt jemand zumindest mal mit Basecap, gelbes Oberteil, Blue Jeans, blaue Schuhe? Das ist der 1358, weisen Sie den 355 ein, befindet sich dort in diesem Bereich. Er weiß Bescheid. Ja, er fährt gerade auf die Person zu. Manuel Hagel dirigiert die Polizei vor Ort dorthin. Die Suche nach vermissten Menschen gehört zu den Hauptaufgaben der Polizeihubschrauberstaffel.
Viele Vermisste werden lebend gefunden. Scheint negativ zu sein. Ja. Also passt der jetzt wirklich komplett querfeldein einmarschiert. Weit mehr als 2500 Einsätze fliegt die Staffel in einem Jahr. Nicht alle sind erfolgreich. Mir persönlich bleiben dann trotzdem immer zum einen natürlich die Einsätze im Gedächtnis, die zu einem Erfolg führen. Beispielsweise zu einem Sucherfolg bei einer Vermisstensuche. Und wir hatten mal eine Fahndung, in der wir dann ein Fahrzeug auf der Autobahn dann aufnehmen konnten und dann auch die Bodenkräfte heranführen konnten. Das ist immer für uns ein sehr aufwendiges Szenario, weil sehr viel Kommunikation bei uns im Cockpit stattfindet. Und wenn sowas dann gelingt, dann freut man sich auf jeden Fall. Ja. Die Hubschrauberstaffel besitzt 5 Helikopter am Stuttgarter Flughafen. Dazu einen an der Außenstelle Baden Airpark. Neben der Staffel aus Bayern die modernste und erfolgreichste in Deutschland. Vor den Einsätzen in der Luft steht regelmäßig das Training im Simulator. Die Training Academy in Donauwörth. Vorbereitung auf schwierige Einsätze und Ernstfälle. Und der Helikopter muss in den normalen Grenzen betrieben werden. Also wir dürfen hier nicht anfangen, irgendwelche Spirenzchen, irgendwelche Sachen auszutesten. Im Falle eines echten Feuers wird der Simulator automatisch runtergefahren. Also es wird im Lauf eines Fluges in einem unbestimmten Zeitpunkt irgendwann ein Feuer höchstwahrscheinlich entstehen auf einer der beiden Triebwerksseiten. Da geht es darum, das Verfahren richtig zu erkennen und auf dann das Erkennen die richtige Reaktion folgen zu lassen. Manuel Hagel spielt im Simulator Ernstfälle durch. In der Wirklichkeit treten diese zum Glück nur selten ein. Im Cockpit sieht alles aus wie in einem normalen Polizeihubschrauber. Eine nahezu perfekte Illusion. Direkt auf Flight. Jetzt machen wir mal die Boxen ein bisschen runter. Kontrolliert durch den Übungsleiter. FMS noch hoch. Hauptgarten sind gelost. Also er ist schon sehr gut. Wir haben hier einen originalgetreuen Nachbau vom Cockpit. Im Grunde die volle Funktionalität, wie auch ein echter Hubschrauber hat. Ich meine, sogar bei diesem Simulator sind speziell auch die Rechner, die Computer, die im Hintergrund arbeiten, identisch mit einer echten Maschine. Identisch mit dem echten Arbeitsplatz. Die Beinpumpen sind schon aus, Transfers und die Lichter komplett. Emission 36. Auch die Bewegungen des Hubschraubers sind simuliert. Die Piloten sollen sich fühlen wie bei einem richtigen Flug. Und wir gehen in die Platzrunde und dann kommt im rechten Gegenflug dann ein Triebwerksfeuer. Triebwerksausfall, geh direkt zur Landung. Dann würde ich die Bottle drücken. Bottle 1 abschießen. Bottle 1 ist abgeschossen, extinguish. Und Clock start. Und Clock läuft. Gut. Dann Mayday, 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 Stuttgart Tower, Bussard 1-1, we have one engine on fire. We would like to do an emergency landing at the field, so coming back to the field, request assistance. Wir haben kein Feuer mehr auf der rechten Seite. Gut, dann weiter, land as soon as possible, passenger alert. Jawohl. Passengers Bescheid sagen, also nachdem wir gelandet sind, möglichst schnell evakuieren. Wir schalten alle Triebwerke und das ganze System schnellstmöglichst ab. Es ist schon so, dass dann nach und nach so die Grenzen zwischen Simulation und Realität verschwimmen. Klar hat man vielleicht irgendwo noch im Hinterkopf, dass man im Simulator sitzt, aber es ist uns sehr, sehr, sehr nah an der Realität. Nach der langen Übung noch die Rückmeldung. So, Hammer. War ja soweit ganz gut. Gehen wir noch rein, kurzer Kaffee trinken und dann ein kleines Debriefing. Ein paar Kleinigkeiten gehen wir nachher noch mal durch. Die anderen Verfahren waren soweit in Ordnung. Also nach so einer Simulator-Session, wenn wir hier auch dann normales Training absolvieren über ein, zwei Tage hinweg, da weiß man schon abends, was man gemacht hat. Einsatzbesprechung vor der nächsten Schicht. Zu Dienstbeginn Übergabe von der vorherigen Crew. Aufklärung über die aktuelle Einsatzlage. Manuel Hagel hat heute Spätdienst. Mit seinen Kollegen Hendrik Müller und André Rudisch. Eine Schicht, die bei Tag beginnt und im Dunkeln endet. Sofort der erste Einsatz. Die Besatzung muss in den Hubschrauber. On, check for optics, okay? Okay. Ja, Flight Controls check, free movement. Okay, alles klar. Der Startprozess, eine Routineaufgabe. Rechts ist frei. Links ebenfalls. Gehört aber auch zu den gefährlichsten Momenten beim Fliegen. Taxiway ist frei. Manuel Hagel muss sich nach der Starterlaubnis vom Tower am Stuttgarter Flughafen erstmal über dem sogenannten Helipad einordnen.
Eine kommt gerade noch rein hinter uns. Her. Setzt jetzt gleich auf. Hier erfolgt der eigentliche Start. Mehrmals am Tag. Also der Herr, der Suizid angekündigt hat, soll indischer Herkunft sein. Kurze schwarze Haare, blaues T-Shirt, grüne kurze Hose mit Blumenmuster. Ein Mensch will sich das Leben nehmen. Manuel Hagels Team soll ihn finden. Der Blick von oben hilft. Wir fliegen nicht zum Spaß und auch nicht zum Selbstzweck, sondern es hat immer einen sehr triftigen Grund. Letztendlich geht es nicht selten um Leib und Leben. Ein gutes Beispiel dafür sind eben gerade die Vermissten suchen. 1, 3, 6, 5. Wir haben dann sprichwörtlich durch den Abstand aus der Luft natürlich den Vorteil, dass wir eine gewisse Distanz haben zum Einsatzgeschehen. Trotzdem machen manche Lagen dann schon auch nachdenklich, speziell wenn man sich dann vergegenwärtigt, welche menschlichen Tragödien dann oftmals auch dahinter stehen, speziell bei gewissen Suchansätzen nach Menschen, die sich beispielsweise das Leben nehmen wollen, da kommen wir schon mal ins Grübeln. Ja. Oder eine Nachricht bekommen. Ja, ich schau. 104, wir haben den Fund der Schiororlaub, eine Trägerin. Sie haben die Person? Ja, Schreibe meldet gerade. Busat 815, die Person wurde aufgefunden, ihr könnt zurückkommen. Fast immer in der Luft. Und immer muss die Crew in bester Kondition sein. Fit sein müssen wir immer, egal ob zu Tag- oder Nachtzeit. Aber gerade dieses Thema mit der Konzentration und eben der körperlichen Fitness ist bei Nacht normal ein besonderes. Nachts sehen sie Gefahren nicht so schnell. Und die Sicht ist im Hubschrauber sowieso eingeengt. Jetzt ist der Operator ganz besonders gefragt. Hinten am fliegenden Auge, das gerade nachts seine Stärken zeigt. Wir haben vier verschiedene Kamerasensoriken verbaut. Die klassische Wärmebild, dann haben wir noch so eine Kurzwelle-Infrarot und zwei Tageslichtkameras. Wobei die eine Tageslichtkamera sogar im Lowlight-Bereich zur Nachtzeit noch sehr gute Bilder liefert. Jeder Körper hat Eigenstrahlung und diese Strahlung macht die Kamera sichtbar. Also es entspricht nicht dem sichtbaren Licht. Es ist Infrarotstrahlung, die fürs Auge so nicht sichtbar ist. Und diese Kamerasensorik macht eben diese Strahlung sichtbar. Es ist dunkel geworden in der Spätschicht. Bald werden erste Einbrüche gemeldet. Manuel Hagel ist mit seiner Crew bereits in der Luft. Und auf dem Wege zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Dort laufen aktuell am Boden Fahndungsmaßnahmen. Und die Kollegen haben jetzt um Luftunterstützung gebeten und deswegen fliegen wir zur Unterstützung der Fahndung. Ziel voraus, 12 Uhr. Ja, ciao. Wir fliegen auch, gell? Dann schon nochmal mit dem Laser drauf, bitte. Jawohl, das ist gecheckt. Ja. Okay. Ja, das ist ein Reihenhaus, ein langes Mehrfamilienhaus. Kam jetzt ganz schlecht an. Die größte Herausforderung liegt für mich insbesondere darin, auch bei Nacht, beim Kampf auch gegen die Müdigkeit, gegen die biologische Uhr, trotzdem die Konzentration so hoch zu halten, dass wir zum einen die Flugsicherheit gewährleisten können, auch dann, wenn die Lagen dynamisch sind, auch dann, wenn das Wetter sehr schlecht ist. Bisher keine Spur von einem Täter. Sie hören? Ja, Bussard hört. Schwarze, kurze Haare, deutscher, ungepflegter Typ, dunkel, bekleidet. Circa Ende 30. Wenn die Person, die wir suchen, sich auch in dem Suchgebiet aufhält, dann haben wir grundsätzlich sehr gute Chancen, die Person zu finden, was uns insbesondere auch unserer sehr guten Kameratechnik geschuldet ist. Diesmal jedoch können die Einbrecher im Verkehr der Nacht flüchten. Bussard 815 wird zum Flughafen zurückgerufen. Die Spätschicht ist zu Ende. Um 20 Uhr geht es für Manuel Hagel und seine Kollegen nach Hause. Schon bald wartet ein besonderer, ganz anderer Einsatz auf ihn. Rottweil, der 246 Meter hohe Turm neben der Autobahn. Der zweithöchste begehbare Aufzugstestturm der Welt und heute der Ort eines besonderen Sportereignisses. Der Tower Run geht über das Treppenhaus bis ganz nach oben. 1390 steile Stufen. Ja, die Spannung steigt, eine andere Form von Belastung, die man so nicht gewohnt ist. Auch ganz anders wie zum Beispiel jetzt ein 10-Kilometer-Lauf, dafür kurz, sehr intensiv und ja, wie gesagt, sehr gespannt, wie es läuft. Treppensteigen,
Natürlich im Polizeioutfit. Wir haben ein eigenes Laufshirt sogar von der Polizei. Genau, wir standen heute als Teil der Polizeimannschaft. Deswegen heute ja, das einheitliche Shirt für die Polizei Baden-Württemberg. Hoch hinaus im Team. Das fördert den Zusammenhalt, wird aber sicher auch. Auf jeden Fall denke ich sehr schweißtreibend. Eine harte Belastung, Belastungsprobe, aber ich denke auch eine ganze Portion Spaß dabei. Gruppenfoto mit allen Polizeikollegen aus Baden-Württemberg. Mehr als 100 Teilnehmer sind dabei. Letzte Anweisungen und Motivation vom Polizeipräsidenten. Auch für die Sondereinsatzkommandos, die in voller Montur starten. Mittendrin Manuel Hagel, seit 13 Jahren Polizist, und seine Kollegen aus Stuttgart. Gleich geht es los. Vorher noch schnell einen letzten Happen Energie. Gesunde Ernährung, ist das ein Thema? Zumindest auch mal interessieren. Das wird mich auch interessieren, Manu. Sag die Wahrheit. Jetzt erzähl. Sport machst du im Privaten oft, so oft es geht? Oder? Sport ist schon ein wichtiger Punkt, ja, auf jeden Fall. Versucht dann schon regelmäßig deinen Sport zu machen, auch über den Sport hinaus ein bisschen fit zu sein. Ist ja auch wichtig letztendlich auch für unseren Job, für die Polizei insgesamt, aber auch natürlich für unsere Arbeit im Cockpit. Und wenn man da letztendlich ein paar Kapazitäten schafft, dann schafft es letztendlich auch ein Stück weit auch Stressresistenz. Man hat ein paar Körner übrig, wenn man so möchte. Dementsprechend ist es einfach auch ja, doch ein wichtiger Punkt für uns im Dorf. Und mit uns gemeinsam runterzuzählen von 10 auf 1. Jetzt wartet der Turm. Es geht ganz nach oben. Übers Treppenhaus natürlich, ohne Aufzug. Wo kommt ihr her? Polizeihilfsverursachung. Sag das doch mal langsam für mich. Polizeihilfsverursachung. Geht doch. 5, 4, 3, 2, 1. Auf geht's, Jungs. Die Note der Hubschrauberstaffel. So sieht's aus. Mehr als 1000 Treppenstufen. Ein Treppenhaus, immer rechts herum. Stockwerk für Stockwerk kämpfen sich Manuel Hagel und Team nach oben. Ehrgeiz und Motivation treiben die Kollegen von der Polizeihubschrauberstaffel nach oben auf die 232 Meter hohe Besucherplattform. Manuel Hagel kommt als Erster an, seine beiden Kollegen kurz danach. Elf Minuten und 52 Sekunden. Eine perfekte Zeit für den 33-jährigen Polizisten. Ich habe keine Referenz, aber ich glaube, es ist okay. Ja, auch für mehr wäre nicht gegangen. Aber super zufrieden wahrscheinlich. Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist meine Erfahrung wert. Ich habe es mal fast ein bisschen länger erwartet im Vorfeld. Aber es ist jetzt sicher auch ein kleines bisschen hier in der Wettkampfatmosphäre, dass dann doch irgendwo die Zeit schneller verfliegt, wie jetzt vielleicht beim Training. Die Aussicht als Lohn nach einem anstrengenden Lauf durchs Treppenhaus. Höhenangst hast du natürlich nicht. Höhenangst haben wir keine, nee. Das wäre komisch. Die Perspektive kennen wir natürlich und den Turm auch. Aus dem Fliegen ist schon eine Landmarke. Auch. Und mit der Zeit kommt man schon so Fixpunkte, die man natürlich wiederkennt. Ist auch wichtig für uns, um uns zurechtzufinden. Trotz allem Navi natürlich auch nochmal eine kleine Rückfallebene, wenn man auch eine Ortskenntnis hat. Dann hätten wir natürlich auch solche Türme wie jetzt dahin. Den Turm besiegt. Einen Tag später geht es für Manuel Hagel bereits zur nächsten Nachtschicht. 21 Uhr. Zu Dienstbeginn Wetterkarte analysieren. Es hat bereits gedonnert. Fliegen bei Gewitter ist mit einem Hubschrauber gefährlich. Wir haben noch ein gewisses Restrisiko von Gewittern, die vorhin schon durchgezogen sind. Sollten aber jetzt in den nächsten 1-2 Stunden dann abklingen, dann sind wir eigentlich insgesamt landesweit ohne Einschränkung verfügbar. Bei Nachteinsätzen immer mit dabei, eine besondere Vorrichtung am Helm. Ja, wir tragen nachts Nachtsichtgeräte auf unseren Helmen und deswegen muss die zu Beginn vom Dienst einmal montiert werden, eingestellt werden, auf mich persönlich, und dann sind wir dann letztendlich vorbereitet. Sieht jetzt aus wie so ein Fernglas. Genau, das ist das eigentliche Nachtsichtgerät. Und die Abdeckung noch runter. Und das muss dann hier vorne auf den Helm draufgesetzt werden. Wird einmal noch gesichert. Dann brauchen wir noch die Stromversorgung. Und die wird dann hier hinten am Helm dann überklettet, letztendlich dann fixiert. Ja, Nachtdienste sind deutlich belastender, auch für uns im Cockpit, oder speziell vorne im Cockpit, durch das erhöhte Gewicht auf dem Hals und das Konzentrationslevel, das wir aufbringen müssen, bei Nacht ist nochmal
auf jeden Fall erhöht im Vergleich zu einem Flug bei Tag. Gleich der erste Einsatz der Nachtschicht. Für Manuel Hagel und seine Kollegen ab in die Luft. Im Bereich vom Polizei Präsidium Ulm wird ein älterer Mann vermisst. Der ist zuckerkrank, dement. Und wir haben eine grobe Abgangsrichtung im Bereich von der Jugendherberge. Und da wollen wir uns die Kollegen unterstützen bei der Suche. Die Suche nach Vermissten bei Nacht. Gerade hier weist die Polizei immer wieder Erfolge auf. Die Technik an Bord kann Menschen im Dunkeln auffinden. Für die Besatzung des Polizeihubschraubers ist Fliegen bei Nacht jedoch immer wieder eine Herausforderung. Hindernisse sind schwerer zu erkennen. Die gesamte Orientierung läuft bei Dunkelheit anders. Aufgrund der Nachttechniker, die wir drauf haben, haben wir nur ein eingeschränktes Sichtfeld. Wir haben etwa einen Ausschnitt von 40 Grad. Damit ist das ganze räumliche Vorstellungsvermögen des peripheren Sehens etwas eingeschränkt. Und für die Flugführung, für den Blick in den Luftraum, muss ich regelmäßig den Luftraum scannen, deutliche Kopfbewegungen machen, um den ganzen Luftraum zu erfassen. Schnell sind die Piloten über Ulm und fliegen zunächst zu dem Ort, an dem der Vermisste zuletzt gesehen wurde. Die Hinweise der Polizei am Boden sind jetzt wichtig. Das ist direkt an der Donau auch Kleingardeanlage. Oh, ein bisschen höher. Ja, die Anlage hier sind soweit negativ. In einer war Betrieb, aber es waren Jugendliche. Ja, die sind ja meistens gut eingezäunt und wenn der so kovalent ist, ja, wird sich die Frage sein, ob es da rein schafft. Dann sehen die Polizisten einen älteren Mann auf einem Feld. Nur korpulent, weil das könnte. Willst du mal von der Seite? Sind wir direkt drüber? Nach rechts, ja. 9 Uhr tief. Das ist gut. Das ist eigentlich direkt parallel zu diesem Weg an der Iller. Ja, stopp, wenn jetzt mal nach rechts versetzt, 3 Uhr. Ja. Weil der ist bekleidet mit Jacke, lange Hose. Die Kamera erkennt Details, die gerade nachts sonst nicht feststellbar wären. Mit kurzer Hose und wechselt auch einen Rucksack, als auszuschließen. Von der Bewegung schon ein bisschen komisch. Ne? Ja. Der schaut uns halt zu. Ne? Ja. Hm. Vielleicht ein Angler oder irgendwas. Ja, das kann sein, dass er Angel-Equipment hinter drauf hat. Also ich kann mal ausschließen, es wird echt ein Angler sein. In diesem Fall ist es nicht die vermisste Person. Doch mit Hilfe dieser besonderen Kameratechnik kann die Polizei immer wieder Menschen finden und retten. Ja, wir sind sehr zufrieden mit unseren Erfolgszahlen. Die sind auch stetig steigend über die letzten Jahre hinweg. Sind sicherlich auch unserer Flotte geschuldet, der guten Technik, die wir zum Einsatz bringen können. Und in der guten Arbeit dann innerhalb des Teams. Stundenlange Flugzeiten. Auch in der Nacht. Dabei immer höchst konzentriert sein. Keine einfache Aufgabe für Manuel Hagel und die Polizisten der Polizeihubschrauberstaffel. Das Fliegen bei Nacht ist deutlich anstrengender für uns. Nicht nur das Fliegen, natürlich auch das Arbeiten entgegen der biologischen Uhr des Menschen. Das ist schon deutlich zehrender als früh oder spät. Wie geht's weiter bei dir schichtmäßig? Ich habe jetzt um 7 Uhr Dienstende, gehe nach Hause, versuche ein bisschen Schlaf nachzuholen und komme dann halt abends um 21 Uhr für die zweite Nachtdienst nochmal. Wie ist es für dich zu Hause? Kannst du gleich einschlafen oder? Ich habe das Glück, ja. Wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich vielleicht noch 10 Minuten, Viertelstunde wach und kann dann recht gut den Schlaf nachholen. Eine Nachtschicht ist zu Ende. Und damit ein weiterer Einsatz für Manuel Hagel. Polizist, Pilot und meistens in der Luft.